Ja, also es klärt sich langsam aus, auf. Mir reicht das auf jeden Fall, um loszuziehen. Ich sehe leider immer noch keine Kaninchen. Kann also die Fallen nicht auslegen. Gerade mal gucken, der hat ja beim Bärenangriff nicht so gut gezielt. Das auf der Entfernung. Aber der scheint im Spiel keine Beeinträchtigung zu haben. Das heißt, die Fails werden dann nur durch meine Hand passieren. So, ich denke, dass wir hier lang müssten. Ich werde aber gleich nochmal auf die Karte schauen. Und dann glaube ich da vorne lang. Lieber außen rum, weil ich mir den Tunneleingang auch gerne mal, also den Zugtunnel mir gerne mal ansehen will. Dazu müssen wir, glaube ich, da vorne lang. Da kreisen wieder Vögel. Oh, da liegt ein toter Mensch. Max, letzter Widerstand. Eine Patrone. Ist okay, das Beil lasse ich hier liegen. Okay, können wir uns merken, an der Leiche hier ist ein Beil, falls wir eins benötigen. Aufpassen, dass wir nicht zu schnell runterlaufen. Ja, das scheint die richtige Richtung zu sein. Ich werde mit der Anzahl anschließen vor einzelnen Wölfen auch nicht mehr weglaufen. Die kriegen dann Ladung Blei von mir ab, falls sie sich nähern.
der Tunnel scheint begehbar zu sein, Fragezeichen. Ja. Ich denke schon. Ich denke, dass wir da im späteren Storyverlauf dann noch landen müssen. Später Nachmittag, wir sollten jetzt ein bisschen schruben. Dass wir dieses Bürogebäude noch erreichen vor ein paar Dunkelheit. Sich leichter laufen als auf dem blanken Schnee, denke ich. Okay, die fliegen nur vorbei. Keine weitere Leichen. Der hat uns gesehen. Ja, der hat uns gesehen. Verzogen den Schuss. Verdammte Hacke. Feels like night is coming. Verbannt. Okay, verbannt. Boah, schlecht. Einfach nur schlecht. So, das haben wir geschafft. Dann haben wir noch ein Infektionsrisiko. Ich hätte vielleicht... Ich glaube, das hätte man vorher vielleicht mal drauf tun sollen, wa? Okay, alles gut. Was sagt die Kleidung? Okay, alles noch im machbaren Bereich. Konnte sich in Sicherheit bringen, der müsste auch schwer verwundet sein. Heißt, er wird irgendwo jetzt in der Umgebung hier sterben. Der Schuss war leider etwas hoch angesetzt. Hätte ich vermutlich mit der Maus besser hinbekommen, als mit dem Gamepad. Okay, hier vorne müsste... das Lagerbüro sein. Ist auch ganz gut so, denn die Nacht bricht langsam rein. Zum Kraftwerk gelangen eventuell. Das ging zumindest in der im Überlebensmodus, konnte man das. Nachdem sie seit dem Zusammenbruch größtenteils zum Festland abgeschnitten waren, ja, da wurde großer Bär beschrieben.
Vielleicht sollte ich heute nicht mehr großartig hier auf Entdeckungstour gehen, sondern einfach gucken, wo es hier eine Möglichkeit zum Pennen gibt. Da ist ein Zettel, ich aber morgen. Ja, okay, hier kann man schlafen gehen. Gerade nochmal was trinken und was essen. Trockener Mund. Satt. Wir sind aber nur schläfrig. Sind eigentlich noch zu ausgeruht. Würde für wetten, dass wir hier auch noch was zu essen finden. Also ich werde dann schon mal ein bisschen meine Vorräte dezimieren. Ich glaube, ein bisschen müssen wir noch hier rumstromern. Das will kommen in handy. Wir könnten mal Sachen reparieren. So, das war angegriffen. Das ist in Ordnung. Parker, den Kampf. Oh, kein Stoff mehr. Mhm. I think I can use this. Ja, zum Zerreißen nämlich. Die sind nämlich, die können wir nicht gebrauchen. Der ist wieder tipptopp in Ordnung. Die Fäustlinge, die werden jetzt als nächstes dran. Und die Hosen. Wo haben wir denn hier noch was zum Zerlegen? Oh, das ging schnell. Wunderbar. Einfach mal die Schäden vom Wolf wieder revidieren. So. Können wir nochmal eben, wenn das im Dunkeln geht, ein bisschen nachfüllen. Die Lampe auffüllen. Das scheint zu gehen. Was nachtrinken.
schlafen mal die obligatorischen 9 Stunden. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr schlafen können oder ob wir dann aufstehen, abhängig vom Tageslicht. Ah, ist mir noch zu dunkel. Klingt nicht danach, als wenn wir jetzt gleich schon mal was losmachen sollten. Schlafen wir eine weitere Stunde. Okay, das ist hell genug. Wir dezimieren mal weiter unsere Vorräte. Sein, dass das Müsli überhaupt nichts gebracht hat. Kalorientechnisch. Das sah gerade irgendwie so aus. Gut, wir gehen mal auf Entdeckungstour. Die Stiefel brauchen wir, wie gesagt, augenscheinlich nicht. Hier bekommen noch Stoffe zerfetzen und Kissen. Rätselsee und Umgebung. Ein Informationsblatt mit Informationen zu Großer Bär, präsentiert vom Heimatverein Großer Bär. Die Region Rätselsee ist ein Gebirgstal mit einer durchschnittlichen Höhe von 1200 Metern über dem Meeresspiegel. Ihren Namen hat sie von dem Großen See, der einen Großteil des Südostens der Region bedeckt. Im Westen und Süden ist sie von Bergen umgeben, im Norden und Osten von den Hügeln des Inselinneren. Von Norden nach Süden wird das Gebiet durch die Bahnstrecke geteilt. Die Region ist stark bewaldet, hügelig und beheimatet viele Wildtiere. Aufgrund ihrer hohen Höhe sind die Durchschnittstemperaturen gering und die Nächte zählen zu den kältesten auf ganz Großer Bär. Starker Schneefall ist keine Seltenheit. Rätselsee ist ein beliebtes Sommerausflugsziel für Camper und Wanderer. Im Winter wird die Region jedoch größtenteils abgeriegelt, da sie aufgrund ihrer Unzugänglichkeit kaum besucht wird. Verfügt über keinerlei Verbindungsstraßen zu den dichter bevölkerten Regionen in den angrenzenden Tälern der Bergkette. Daher bleibt sie meist passionierten Wanderern vorbehalten, die sich von der nächsten Stadt Rupert's Anlegestelle aus auf den langen Marsch auf den mittelschweren bis anspruchsvollen Wanderrouten wagen. Die Unzugänglichkeit war im Laufe der Jahre zugleich Fluch und Segen für die Region. Bis zum Bau der Bahnstrecke in den 1930er Jahren war die Gegend nahezu unberührt. Ohne entsprechende Einrichtungen und eine dauerhafte Bevölkerung konnte jedoch auch keine echte dauerhafte Infrastruktur entstehen. Ein Projekt, bei dem Rätselsee über eine sekundäre Schnellstraße mit den anderen Tälern verbunden werden sollte, wurde aufgrund der geologischen Instabilität der steilen Berge und Klippen eingestellt. Die Bauversuche führten zu starken Erdrutschen, sodass nur wenige Kilometer Straße geräumt werden konnte. In den 60er Jahren wählte der ambitionierte Industrielle Richard Card die Region Rätselsee für ein neues Wasserkraftprojekt aus, das eine große Bergbauunternehmung im angrenzenden Tal mit Strom versorgen sollte. Mit seinem optimalen Grundwasserleiter und den Gebirgsbächen, die jährlich für frisches Quellwasser sorgen, war Rätselsee ein kostbares natürliches Reservoir mit ungenutztem Wasserkraftpotenzial. Abgesehen von einem kleinen Testdamm, der 1962 gebaut wurde, wurde jedoch auch dieses Projekt auf Eis gelegt. Die Kosten durch die Unzugänglichkeit und die seismische Instabilität der Region erwiesen sich einfach als zu hoch. Bis zum heutigen Tage ist Rätselsee, abgesehen von der Bahnstrecke, die durch die Region führt, nur über die Wanderrouten durch die Berge mit den umliegenden Tälern verbunden. In den Wintermonaten sind diese jedoch aufgrund der niedrigen Temperaturen und des Schneefalls kaum passierbar. Zudem sind die wildlebenden Tiere nicht an Menschen gewohnt, da die Region größtenteils unbewohnt ist. Das macht sie zu einer ernsthaften Bedrohung. Wanderern und Campern wird abgeraten, die Gegend in den Wintermonaten zu besuchen. Zudem wird empfohlen, sämtliche Lebensmittel und Abfälle in bärensicheren Behältern aufzubewahren. Ja, jetzt sind wir schon auch hier schlauer, was diese Region betrifft. Ich wundere, ob das any good to eat. Ah,
da brauchst du dich nicht fragen. Ist so. Kann man essen. Da. Was ist das? Das ist nichts. Nichts zum Aufheben. Buch zum Anfeuern. Bisschen Papier. Ah, den lassen wir auch hier. Lassen wir auch in der Kiste, haben eine bessere an. Wobei, Moment mal. Jagdmesser könnte man noch gebrauchen, aber das haben wir ja bei dem Gefangenen einfach in der Brust stecken lassen. Da waren wir nicht Survival-Experte genug, Mr. McKenzie. Aber und vielleicht lässt der Sturm auch jetzt nach. Nein, das tut er nicht. Kein Ding, ich pack die alle gleich rüber zu dem Herd. Something's gotta go. Irgendwas muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ich sag, dann packen wir hier einfach das Brennzeug rein. Da packen wir zwei weg. Zwei Bücher lassen wir im Inventar. Das haben wir auch noch bei uns, okay. So. Ah, Stapel Papier. Den Teppich können wir auch noch zerfleddern, wenn wir wollen. Vorhänge, auch die können wir zerschneiden. Zweiter Ofen, da heißt hier. Packen wir gleich auch nochmal hier noch ein bisschen was an Feuerzeug rein. Ich habe immer noch. Ich bin so. Ach, die gebrauchten Fackeln noch dabei.
being useful. Ja, ich glaube aber oben ist das sinnvoller. Da oben waren glaube ich zwei Feuerfelder. Allzeit bereit. Ist da noch was Leckeres warm zu machen? Oder Wasser zu oder Schnee zu schmelzen? Mit Trinkwasser? So, hoch. Was ist das? Ah, Gewehrmunition. Nice. Und Patronen. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du. Cracker von Onkel Cracker. So. Ah, Parkhinweis, auch sehr wichtig. Ein Hinweis, der an den Wächter des Provinzparks von Rätselsee gesendet wurde. Aufgrund des ungewöhnlich kalten Wetters dieses Jahr schließen wir den Provinzpark Rätselsee etwas früher als üblich. Stellen Sie sicher, dass alle Camper ihre Sachen gepackt haben und bereit für den Abtransport mit dem Schienenwagen sind. Wer nicht mitfährt, muss zu Fuß aufbrechen. Nicht gerade angenehm. Schließen Sie wie gewohnt alle Seehütten ab und stellen Sie sicher, dass alle Vorräte in bärensicheren Behältern verstaut sind. Und bitte nehmen Sie dieses Jahr die Flagge ab. Nach dem letzten Winter mussten wir sie ersetzen, da der Wind sie einfach in Fetzen gerissen hat. Sobald sie das Lager abgeriegelt haben, melden sie sich beim Förster-Aufsichtsturm. Dort vermutet man, dass jemand den Aussichtsturm benutzt hat, um Jagdausrüstung zu lagern und alte Tierfelle zu trocknen. Kann nicht behaupten, dass ich sie an diesem Hinterwäldlerposten beneide. Seit den Erdbeben geht großer Bär echt den Bach hinunter. War das unser bäriger Freund, der das vielleicht gemacht hat? Hier noch Fließfäustlinge, der gefrorene Angler. Fange einen Fisch an einem Angelloch. Okay. Dazu brauchen wir aber noch Haken und Schnur. Das weiß ich vom freien Spiel, dass wir das brauchen. Thank goodness. Haken. Schön. Dann können wir in der Tat mal angeln gehen. Ich glaube, wir nehmen wirklich den Weg, die Route am Rätselsee. Dann können wir dem Ferienhaus Nummer 3 einen kurzen Besuch abstatten. Und vielleicht auch angeln. Da ist noch Streichhölzer. Ich denke, ich kann das benutzen. Oh Mann, die Audioverschiebung ist echt kacke. Da ist noch Metallschrott. Stoff. Das Holz lasse ich mal liegen. Stuff hier reinpacken sollen. Aber
aber so viel haben wir gar nicht. Aber es scheint doch relativ kalt zu sein und windig. Aber andersrum wüsste ich auch jetzt gerade nicht, was wir hier machen sollen. Aber ich könnte hier nochmal... Die können wir mal ablegen. Die können wir umlagern. Hier deponieren. Dann können wir 6 umlagern. Hey, jetzt hat er doch alle rübergenommen. Ach, weil ich habe versehentlich 4 gedrückt. Alles klar. Ja. So, wir schauen mal. So, was macht der Proviant? Wasser bräuchten wir mal in der Zukunft neu. Trinken wir den Rest noch leer. Oder fast zumindest. Das Essen könnten wir auch